Und damit hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge des Minecraft Let's Plays mit Meduin und Dickwanst. Hi. Und wir haben uns jetzt entschieden, soll ich das sagen? Kannst du? Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das rund auf die 100. Folge voll machen werden. Und wir besorgen uns jetzt in der Zeit noch Kürbisse und alles und werden dann das Ende einfach in der 100. Folge erzwingen. So lange zögern wir das jetzt noch raus. Und ich kümmere mich um Eisen. Wir bereiten jetzt es vor. Ja. Ja. Rauszögern ist. Doch, es ist schon rauszögern. Ich kümmere mich mal kurz jetzt hier. Ich baue so ein kleines Camp hier unten, ne? Ja. Ich werde mir jetzt einfach mal den Tisch schnappen und in Richtung Heimat paddeln, ne? Ja, weißt du den Rückweg? Nö. Ernsthaft nicht? Müsst ihr ihn auch nicht finden? Ach klar, irgendwie. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung ich paddeln muss. Warte. Ich muss mir mal eben die Koordinaten aufschreiben. Damit ich auf jeden Fall dieses Ding hier wieder finde. Es ist recht simpel, deswegen ist wirklich nicht schwer. Hast du die Koordinaten von... Nein. So, pass auf, du paddelst in diese Richtung, wo das Boot steht. In diese Richtung. Warte, stopp, ich sehe gerade nichts. Paddel in... Diese Richtung, wo das Boot steht. Ja. Immer geradeaus, einfach geradeaus. Dann kommst du relativ zügig an Land. Wenn du dort an Land bist, läufst du das Land... So? Ja, ist nicht geradeaus. Also geradeaus ist, dass du keinen Block versetzt fährst. So? Weiß ich nicht, sieht so gut aus. Fahr einfach, du kommst dann an Land da hinten an. Ja, und dann? Jetzt kannst du an dem Land zwei Sachen machen. Du gehst halt auf die Erde und läufst dann immer rechts am Ozean lang. Oder du paddelst halt rechts weiter. Ich würde dir empfehlen, du gehst an Land und läufst dazu von der Hütte, wo wir sind, einfach immer geradeaus. Einfach geradeaus, weiter. Und dann musst du irgendwann nach rechts. Also am besten, wenn du dich die ganze Zeit rechts hältst, kannst du es eigentlich nicht verfehlen. Könnte auch theoretisch dann einfach rechts weiter paddeln bis zu unserem Haus. Ja, habe ich ja gesagt. Könntest du auch. Aber das ist so scheiße, dass die Chunks nicht ordentlich laden. Sonst würde ich das wahrscheinlich viel besser alles finden. Ja, das liegt aber an deiner Leitung, nicht an meiner. Weil wir halt über Hamachi spielen. Ja, Hamachi, der Hurensohn. Ich glaube, ich bin auch hier... wenn ich mir die Kohle sogar leisten könnte für den Server, aber ich bin irgendwie trotzdem noch geizig. Ich will das Spendengeld nicht für sinnlose Sachen raushauen. Ja, das ist vernünftig. Also, keine Ahnung. Was, wenn man sich davon einen neuen PC kauft oder so, dann finde ich das noch richtig sinnvoll, weißt du? Ja, genau. So denke ich halt auch. Ich versuche das in sinnvolle Sachen zu stecken, die auch tatsächlich... Wo die User auch was von haben. Ja, ob die User davon immer was haben, ist dahingestellt. Aber ich will das jetzt nicht so, oh, guck mal, ich gehe in ein Casino und spiele da. Kann man ja machen, ja? Aber es wäre halt mega Hurensohn. Das ist korrekt. Das ist die Frage, war hier unten noch irgendwo Eisen? Weißt du das? Hast du da, wo du dich reingebuddelt hast, noch Eisen gesehen? Ja. Viel oder wenig? Keine Ahnung. Wow. Oh, ich glaube, hier waren wir. Oh nein. Oh. Ich muss voll aufpassen, wo ich hier... Boah, ich hasse Eis, ne? Warum? Ich mag Eis. Weiß nicht sie. Ich esse gerne Eis. Versteh dich nicht. Ich esse auch gerne Eis. Ich glaube, ich esse gleich ein Eis. Okay. Geht's mal davon aus. Ich bin in der Sackgasse. Easy. Aber Essen brauchen wir gar nicht mitnehmen, mal ganz ehrlich. Ja, ein bisschen was. Nee, brauchen wir nicht. Der Kampf halt länger dauert, aber du brauchst ja echt okay, nicht viel. Ja, okay, aber kannst ja lieber das... Okay. Wow. Also falls du halt angegriffen wirst, dann musst du dich halt fix hochessen. Ne? Haben wir noch genug,
Spinnenzeugs hier. Also Fäden. Weiß ich nicht. Wir brauchen ja bestimmt schon so 40 Bögen oder so. Nein. Viel werden wir nicht brauchen. Wie willst du denn drin sterben? Da ist doch schon fast nichts mehr da gewesen. Ich weiß halt auch nicht, wie lange der Drache geht. Ja, lass das mal. Jeder 5. Ja, du hast das ganze Holz mitgenommen, dann hast du nicht gut. Ich hab gar nichts bei. Ach, du hast ja unten die Kiste noch benutzt. Ja. Ich muss kurz noch gucken, welche Ressourcen das sind, wo ich da. Also ich will deine Rüstung nicht, ich habe nur die Ressourcen. Keine wichtigen. Kann das sein, Ressourcen. Dass man da ziemlich lang an der Küste vorbeilang fährt? Ja. Du fährst, glaube ich, nochmal einen riesengroßen Schlenker, wenn du an der Küste lang fährst. Wirklich sehr großen. Weil ich bin hier. Wäre es vielleicht ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ob du an Land gehst. Ich bin jetzt schon. Wenn ich jetzt an Land gehen würde, dann würde ich komplett die Orientierung verlieren. Also wahrscheinlich mehr als jetzt schon. Boah, ist das ein Huhn hier? Boah. Oh nein. Und danach. Möchtest du schon sagen, was du danach montags machen möchtest? Das wissen die Leute schon. Wissen die Leute schon? Ja, klar. Entschuldigung, weiß ich ja nicht. Auf dem Stream wissen das schon alle. Dass ich da nur drauf warte, dass der Montag frei wird, dass ich das streamen kann. Das ist nichts, echt nichts Neues. Aha. Da bist du ja nicht froh, dass du mich los bist, ne? Ja. So, wenn du es unbedingt so hören willst, fick dich halt. Nein, bei uns ist es einfach nur so, dass die Wege sich halt getrennt haben. Ja, ja, klar. Meduin hat sich jetzt mehr auf seine Ameisen spezialisiert. Ich will in den Gaming-Bereich rein. Härter. Und da vielleicht die Hoffnung haben, dass ich vielleicht es schaffen könnte, Twitch-Partner zu werden. Was halt wirklich ein mega Erfolg wäre, wenn ich Twitch-Partner wäre. Weil ich wüsste halt so viele Leute, die es mir schon gesagt haben, dass sie ihren freien Monat von Amazon mir schenken würden. Das sind bestimmt schon 4, 5, 6 Leute gewesen. Wie meinst du das? Wenn du Amazon Prime hast, kriegst du auch Twitch Prime. Du brauchst einfach einen Knopf drücken, ne? Und dann kannst du, normalerweise zahlst du ja bei Twitch 5 Euro, wenn du jemanden. Ja. Abonnierst und mit dem Twitch Prime oder Amazon Prime kannst du das kostenlos machen. Du kannst pro Monat einen abonnieren. Ja. Ja. Cool. Und es wäre halt ein cooles Ziel, wenn ich das hinkriege. Auch wenn ich es nicht glaube, aber Versuch ist es halt wert, ne? Aber ich glaube also du wirst es auf jeden Fall schaffen, spätestens mit der Zeit. Ich weiß es nicht, ob ich es schaffe mit der Zeit. Keine Ahnung. Aber es ist halt. Das Ziel sind 300. Nee, in Deutschland sollen es 100 Zuschauer im Durchschnitt sein. Achso, okay, ich dachte 300. Nee, eigentlich 500, aber in Deutschland sind die Restriktionen tiefer. Aber ist auch gar nicht der relevante Punkt. Der relevante Punkt ist, dass ich es einfach gerne probieren möchte. Weil, wenn ich sofort sage, also ich glaube nicht dran. Das ist der Punkt, aber zu sagen, ich lasse es und probiere es gar nicht erst, das würde mir widerstreben. Und demzufolge probiere ich es halt jetzt. Beziehungsweise ich werde es angehen. Ja. Und Medion hat sich halt für seine Ameisengeschichte der hat entschieden. Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen auf seinem Kanal. Oder willst du selber erzählen? Kannst du ruhig. Dass da weniger, also nur, eigentlich gar keine Gaming-Videos mehr sind, außer außer Minecraft. Minecraft. Und deswegen wird es bei ihnen wahrscheinlich dann auch nur noch Ameisen-Videos irgendwann geben. Ich weiß auch gar nicht, ob du das Minecraft online lässt. Ich lasse das Minecraft online. Er hat zwischenzeitlich mit den Gedanken gespielt, ob er einen reinen Gaming-Kanal aufmacht. Wie da der Stand ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt noch kommen wird oder ob er das schon verworfen hat. Ich weiß halt nicht, ob ich das mache. Weil das Problem ist, konzentrierst du dich auf mehr Sachen gleichzeitig, kommt irgendwas zu kurz. Es ist halt immer. Ach, deswegen habe ich nie eine Freundin. Wahrscheinlich. Ja, es ist aber doch so. Guck mal, wenn du wirklich, keine Ahnung, irgendwas. Wenn du mehrere Sachen gleichzeitig willst, dann kommt meistens irgendwas zu spät. Ja, zu spät, zu kurz.
Ja. I'm so happy. Ja, hast schon Was ist? recht. Ja, also, keine Ahnung, es ist halt auf der einen Seite cool, klar, ich würde auch gerne noch mit dir irgendein anderes Let's Play machen, aber es ist für beide, glaube ich, sinnvoller. Ich habe einen Tag mehr, wo ich mich komplett über Ameisen kümmern kann, einfach was noch ein bisschen cooleres auf die Beine stellen kann. Du kannst einen Tag mehr streamen, man wird sich bestimmt immer noch mal wieder treffen, wenn du irgendwelche, vielleicht werde ich mal bei dir reingucken bei irgendwelchen, hier bei deiner Talkrunde oder so. Ja, das war ja schon abgesprochen, dass du das auch mitmachen kannst. Also, da ist ja eh da eingeladen. Wir können auch nochmal irgendwann mal auf dem Stream mal was zusammen spielen. Das wäre jetzt auch gar nicht das Problem. Aber halt mit den Let's Plays, da ist halt der, sag ich mal, Ja, klar. der Weg. Nicht das, was, also, nicht das, was uns beide glücklich macht. Es klingt eigentlich total banal, aber es ist einfach genau dieser Punkt. Ja, es ist auch einfach, keine Ahnung, es ist halt für beide irgendwie sinnvoller, weil dann können beide halt ihren kompletten Weg, so wie sie es gerne möchten, verfolgen, ohne dass da ein anderer ist, der ja quasi ein bisschen was anderes macht. Weil, wie gesagt, dir bringt es nichts, wenn wir beide zusammen. Ich glaube, ich bin zu Hause! Wuhu! Ey, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, ne? Ich habe nichts gesehen. Zero. Oh Und das ist Mann. nicht untertrieben. Schreib dir die Koordinaten auf. Von hier. Ja. Wofür? Wenn du es wiederfindest. Wirst du nie wieder zurückgehen? Was klar, was du, Alter. Ja. Stellarm! So, Pfeile. Okay, ich bin eins zu tief, wir sind schon Dirt Blocks. Okay. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass das alles gar nicht so schlecht wird und ich dann mehr mit Ameisen machen kann, du wesentlich mehr Gaming machen kannst und damit ist Wesentlich mehr ist es eigentlich. auch nicht, es ist einfach nur ein Tag mehr. Ja, ein Tag mehr ist ein Tag mehr, ganz Ja, ehrlich. gut, okay. Ja, Mann. Das Problem ist, dass die Leute nicht einschätzen können, was. Ich glaube, die Leute können generell nicht einschätzen, wie viel Scheiß Arbeit das teilweise ist. Das halt wirklich, dass auch in Arbeit ausartet. Also, Ja, klar. ist ja nicht so, dass man es nicht gerne macht, aber es frisst einfach so unglaublich viel Zeit. Ich glaube, das größte Problem, wo ich gesagt habe, dass es mit Gaming ein bisschen schwierig ist, ist, dass du, wenn du wirklich sagst, okay, du machst einen Gaming-Kanal auf, so wie du jetzt gemacht hast, du hast einfach, glaube ich, momentan drei aktive Let's Plays und du haust halt jeden Tag drei Folgen raus, oder ist das nicht mehr so? Jeden Tag zwei Folgen. Ja, aber jeden Tag zwei Folgen. Und Muss halt ich dir einfach mal vorstellen. alle, also dann noch viermal Minecraft. Angenommen, ihr seid eine Woche richtig krank. Oder ihr habt eine Woche einfach überhaupt keinen Bock zu zocken, weil ihr, was weiß ich, eine Ische am Start habt. Oder was weiß ich. Irgendwas ist halt. Und ihr seid halt quasi gezwungen zu zocken. Um es aufzunehmen. Und damit macht ihr auf der einen Seite euer Let's Play ein bisschen kaputt, weil ihr eine scheiß Stimmung habt. Und also, ich sag mal so, man wird es halt irgendwie merken. Man merkt es Und auf das ist ja jeden dann auch Fall. nicht. Und das ist ja halt nicht im Sinn des Erfinders. Und ihr habt halt dann einen gewissen Druck dahinter, weil ihr wisst, ich muss diese Woche so und so viel aufnehmen. Nix, denn du kannst ja mir eben kurz erzählen, wie viel du aufnehmen musst die Woche. Das unterschätzen die meisten ja. Ja, es sind 7,5 Stunden die Woche, die irgendwo abfallen müssen. Plus der 8-Stunden-Stream am Samstag, plus Ja. der 6-Stunden-Stream am Mittwoch, beziehungsweise 5 Stunden. Ja, Und assumier jetzt das halt mal noch der alles. 5-Stunden-Stream am Montag, der jetzt dazukommen soll, der ja eigentlich jetzt mit uns immer noch belegt war. Und dann sind das insgesamt, lass mich nicht lügen, 18 Stunden Streaming und Es ist auf jeden Fall arschviel. 7,5 Stunden Ding, jetzt 25 Stunden die Woche, die ihr dafür aufbringen müsst, Gaming-Content zu liefern. Bei mir. Es ist fucking viel. Halten wir es einfach mal fest. Es ist halt. Es gibt Leute, die studieren weniger und sind von ihren Studieren angepisst. Die gehen 20 Stunden die Woche auf die Uni. Und das war's. Ich bringe mehr Gaming-Content, als manche Leute auf die Uni gehen. Ich bringe einfach voll viele.
Ich habe jetzt. Bring auch das ganze restliche Eisen einfach mit, ja. Nee, weißt du, was ich einfach mache? Ich habe voll viele. Ich habe doch in der großen Truhe mega viele Eisenhelme. Kann ich auch Kette nehmen oder ja, ist Kette genau. Doof? Dieses ganze Gelumpel, also das kriegen wir nicht alles weg. Gelumpe das kriegen wir auch nicht alles weg. Da müsste ich dann auch nochmal mitkommen. Ja, ich nehme halt nur die wichtigen Sachen. Ohne Witz. Brust ist das Wichtigste. Ja, mal ganz ehrlich, ne? Kann das ist eine gute Idee. Kann das sein, dass. Doch, Kette ist gut. Ich nehme einfach mal die Kettensachen mit. Und dann halt noch Gold, weil Leder ist halt zu billig. Gold ist, soll sehr weich sein, das soll nicht viel bringen. Scheißegal, das ist für Noppes. Da brauche ich das. Und dann so. Ach, Helme brauchen wir ja nicht, ne? Nicht viele, also... Nee, ich nehme mich nur auf jeden Fall immer nur Kürbisse. Ach stimmt, wir brauchen keine Helme, hast recht. Aber die Kürbisse würde ich übrigens erst hier fertig bauen. Wie fertig bauen? Ja, dass es zum Helm wird. Hä? Du kannst den Kürbis einfach aufsetzen. Ach so, verdammt. Entschuldigung. Ist ja egal. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ja auch momentan mega glücklich mit dem, was man... Also, manchmal ist mir der Montag schon gaming-technisch, obwohl ich ja nur eine Gaming-Sache habe mit dir, ne? Aber teilweise ist halt der Montag einfach so... Du kannst halt montags nichts anderes machen. Ja, und dann dieser Punkt, was deswegen läuft das Let's Play noch, sonst wäre das schon längst schief gegangen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben, als das Ganze losging, gesagt, wir brauchen einen festen Tag die Woche, da planen wir nichts anderes. Ja. Und das war der Montag bei uns. Wir haben uns gesagt, immer Montag wird Minecraft aufgenommen. Und es hat auch eigentlich echt extrem gut funktioniert. Ja, weil wir beide zuverlässig sind. Wir haben, glaube ich, 3 Tage... in der gesamten Zeit nicht aufgenommen. Und jetzt zum Schluss hat man eigentlich schon gemerkt, bei allen beiden, dass, also bei dir sowie als auch bei mir, dass der Montag ist, dass wir den nicht mehr haben wollen für das Minecraft-Let's Play, dass wir da gerne was anderes machen wollen. Aber wir haben einfach keinen anderen Tag die Woche Zeit füreinander. Klingt so hart. Das ist aber die Tatsache. Ja, natürlich. Und dann ist es einfach so, dass man eigentlich schon in diesen Montag reingeht und denkt sich, oh, wieder aufnehmen, muss es jetzt sein. Du willst eigentlich was ganz anderes machen. Und ja, ich müsste zum Beispiel, ich muss nachher noch Borderlands aufnehmen, Bioshock aufnehmen, weil das Bioshock-Let's Play bei mir startet. Und, können wir eben pennen gehen? Ja. Gut. Und das Bioshock-Let's Play... geht halt bei mir jetzt erst am... Also die Umfrage hat jetzt am Montag geendet und heute geht es los. Und das muss ich halt jetzt noch aufnehmen und das WC3-Let's Play endet am Mittwoch. Das heißt, ich muss theoretisch noch für die gesamte Woche aufnehmen, weil ich habe das nächste Mal am Freitag Zeit zum Aufnehmen. Nee, oh, ich habe diese Woche Mittwoch keinen Stream. Ich hatte mir zum Glück freigenommen für diesen Mittwoch. Also das ist mitunter wirklich... Ich aber bin auf dem Weg zum ihr Bett. Merkt jetzt vielleicht als Zuschauer... Ich liege schon im Bett. Es ist... wesentlich mehr und umfassender, als man vielleicht denkt. Ich ziehe auch unglaublich den Hut vor Gronkh und allen anderen, oder beziehungsweise vielen anderen großen Let's Playern, weil es ist einfach, klar, es ist auf der einen Seite ein Hobby und du verdienst damit Geld. Da denkt man sich, es ist einfach mega geil. Also jetzt bei Großen. Man denkt es sich, ja. Einfach, ja, es steckt einfach so viel Arbeit dahinter, die man gar nicht sieht. Gerade wenn man größere YouTuber hat, nimmt man Gronkh zum Beispiel, die hauen ja nicht teilweise nur einfach Videos raus, okay, manchmal schon, aber es müssen ja noch Videos geschnitten werden und das ist auch einfach mega viel Arbeit. Es ist das Einzige, was du einfach raushaust, sind Let's Plays. Das ist wirklich das Einzige. Let's Plays fressen nur die Zeit zum Aufnehmen, das ist korrekt. Aber sobald du noch ein bisschen mehr machst, ein Highlight-Video. Kennst du zufällig Hand of Blood? Sagt dir das was? Nee. Der hat halt ganz klar gesagt, der hat halt seinen Kanal umstrukturiert, der wollte halt keine normalen Let's Plays mehr machen und der macht halt quasi jedes Video so klar, quasi so ein kleines Special, ne? Mhm. Und es dauert halt auch unglaublich viel Zeit. Es frisst einfach fucking viel Zeit. Das weiß ich auch bei Alexi Bexi, der hat das ja auch das Problem, dass die Leute, oh, wir wollen mehr Erklärbärs alle 2 Wochen. Ist zu wenig. Wer ist Lexi Bexi? Alexi Bexi. Ah, Lexi Bexi. Ist das die mit den komischen schiefen Augen? Nee, das ist ein Mann. Was? Alexi Bexi ist ein Mann.
Egal. Und er hat halt auch schon ganz oft erzählt, dass er würde gerne mehr Erklärbärs raushauen, aber er braucht halt erstens die Witzideen. Ohne die Witzideen funktioniert es halt nicht. Und er muss es dann auch noch aufnehmen und zusammenschneiden. Das ist halt auch Arbeit. Zeit ist rum. Ich würde in der nächsten Folge noch was anderes erzählen. Ja, können wir machen. Dann deine Folge, ne, oder? Jo, 95. Die 90 zählt dazu, 95 ich ja. Also, falls ihr die Story noch weiter wissen wollt, was es jetzt mit diesen Let's Play beenden und so weiter auf sich hat, werden wir noch ein bisschen darüber reden. Ich bin müde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Die nächste Folge auf Meduin seinen Kanal. Lasst uns beiden noch ein Abo da, abonniert uns. Lasst uns beiden noch ein Abo da und abonniert uns. Genau, lasst uns auch noch einen Daumen nach oben da und lasst uns einen Daumen nach oben da. Und schreibt wie immer noch einen Kommentar. Schreibt wie immer noch einen Kommentar. Wir freuen uns über jeden Scheiß. Und ich sage wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.